Hallo, herzlich willkommen bei Einfach Kochen. Mein Name ist Nassim Aliyan. Ich zeige Sie heute, wie man eine Apfellasagne macht. Da habe ich meine Zutaten. Die Apfellasagne kommt aus Mehl, Apfel, Milch, Sahne, Eier, Frischkäse, Minze und Mandeln. Wir fangen mal mit Frischkäse an. Da habe ich Frischkäse, ich gebe in die Schüssel rein. Also ein bisschen Sahne dazugeben. Bisschen Milch dazugeben, ja, Milch dazugeben und rühren. Den Frischkäse sieht so aus und dann wir fangen mal mit dem Teig an. Zuerst kommt die Eier in den Topf rein. Und dann Milch kommt da rein. Bisschen Sahne und rühren, bisschen Zucker, da kommt das. Mehl kommt dazu. Und der Apfel schälen. Also die Apfel in Scheibe schneiden und danach in kleine Würfel schneiden. Danach im Apfel in den Teig zugeben. Ja. Rührung. Und auf dem Herd stehen lassen und ein bisschen Margarine dazugeben oder Butter. Erst den Teig geben in die Pfanne rein mit Keller. So. Also jetzt ist sie umdrehen, auf beide Seiten, schöne Farbe. So, jetzt anrichten und dann Sechsel schneiden. Ah, und dann kommt die frische Käse drauf. Auf dem Teig an. Und 6 Stück aufeinander stellen. Jetzt kommt Sahne dazu und kommt die Minze dazu. Und zum Schluss die Mandeln. Okay, die Apfellasagne ist schon fertig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen.